Ohne das Doppel bisher in Frickenhausen an der Seite von Peter Nilsson. Erst eine Niederlage für die beiden in der bisherigen laufenden Saison. Allerdings auch die Gegner, die haben es in sich. Links Timo Boll, der junge 17-Jährige, und Xiu Chengkai. Die waren in der vergangenen Saison das zweiterfolgreichste Doppel in der Bundesliga. Der erste Satz ging etwas überraschend mit 21:16 an Xiu und Boll. Und im zweiten zunächst leichte Vorteile für die leicht favorisierten Saef und Nilsson, die auf 5:1 ziehen konnten, dann aber zum 11:10 fast schon wieder Ausgleich. Und jetzt die spannende Schlussphase. Führung 19:16 für Philipp Saef und Peter Nilsson. Da wird nochmal abgesprochen, besprochen, wie man die letzten Punkte in diesem zweiten Satz angehen wird. Philipp Saef, der jüngere Bruder des ehemaligen Europameisters Jean-Michel Saef, gilt als der Trainingsfleißigere, allerdings vielleicht nicht ganz so talentiert wie der große Bruder. Und der nächste Punkt für das Team aus Gönnern. Nur noch 18:19, Aufschlag Xiu. Da wird nicht lange gefackelt. Guter Aufschlag. Und wenn der Rückschlag etwas zu lang oder zu hoch kommt, sofort der Schuss von Timo Boll. 19:19. Und dann sogar die Führung. Kam völlig überraschend. Während des gesamten zweiten Satzes eigentlich immer Saef Nilsson vorne. Und jetzt Matchball. Nach dem vierten Punkt in Folge. Riesenmöglichkeit für Timo Boll, der lag eigentlich schon bereit und deshalb auch diese Reaktion, nicht weil er vergeben wurde, sondern wie er vergeben wurde. Da fehlt es dann halt doch noch ein klein wenig an Erfahrung. Aber wie, woher soll er die auch haben mit seinen 17 Jahren? Guter Aufschlag von Nilsson und noch besserer Abschluss von Saef. Satzball. Jetzt für das Duo aus Frickenhausen. Auch mit viel Glück, da kann er nichts machen, Xiu, gegen diesen Kantenball. Tolle Aufholjagd, Matchball abgewehrt. Beziehungsweise nicht verwandelt, etwas leichtfertig vergeben von Timo Boll und sowas rächt sich. Die Entscheidung also im dritten Satz und da auch Vorteile für Saef Nilsson, die ja leicht favorisiert in dieses Doppel gegangen sind. Führung während des gesamten dritten entscheidenden Satzes. Und jetzt, auch wenn es etwas enger geworden ist, 15:13 bei Aufschlag Nilsson. Einer der besten Ballwechsel. Da hat man die Stärken vor allem auch von Nilsson gut gesehen. Der Aufschlag, die Beinarbeit und die Vorhand. Schwächen hat er noch, wenn man in der Klasse überhaupt von Schwächen reden kann, auf der Rückhandseite. Da ist er meist etwas zu passiv. Wieder ein direkter Punkt mit dem Aufschlag. Timo Boll. Etwas zu hoch, der Rückschlag von Philipp Saef. Gute Mischung von Xiu aus diesem aggressiven, aber dennoch sicheren Angriffsball zum Punkt. Dieser Aufschlag zu lang von Boll. Kein Problem für Saef. Der dagegen Weltklasse. Kaum zu erkennen, dass der nicht über die Kante hinauskommt. Da fällt sogar ein klasse Mann wie Philipp Saef drauf rein. Nur noch 16:18 Aussicht des aufschlagenden Timo Boll. Wieder die tolle Vorhand des Schweden.
Eine erste Saison in der Bundesliga, kam ja aus Falkenberg. Mit Sicherheit eine Bereicherung, vor allem im Doppel für Frickenhausen. 19-16 und was fast noch wichtiger ist, jetzt Aufschlagrecht bei Philipp Seef. Mit seinem Können, seiner Erfahrung sollte er, so meinte man, das eigentlich nach Hause schaffen. Stand er nicht besonders gut, dann eben auch mal ein Fehler mit der Vorhand und nur noch 19-18. Nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein absolut spektakulär herausgespielter Punkt. Aber alles drin. Alle Feinheiten, die der Tischtennissport zu bieten hat. Topspin-Bälle, der Sidespin von Philipp Seef. Den dritten Punkt in Folge, den er bei eigenem Aufschlag abgibt, der Belgier. 19-19. Und dann riskant gespielt. Alle Erfahrung, alles Können reingelegt von Xu. Guter Aufschlag zwar, greift sofort an. Hohes Risiko und Matchball für das Team aus Gönnern. Fünfter Punkt in Folge gegen den aufschlagenden Philipp Seef. Die 1-0-Führung etwas überraschend für Gönnern und ob das Auswirkungen auf die Einzelaufstellung des Trainers Helmut Hampel hatte. Spekulationen. Und wir spielen an 1 mit Heister, 2 Boll, 3 Gruic und 4 Xusenkai. Also ich weiß jetzt nicht, wie man gegenüber die Mannschaft aufgestellt hat, aber ich gehe davon aus, dass sie spielen an 3 mit Q und an 4 mit Sieski. Davon gehe ich aus. Und Xu spielt normal recht gut gegen Q. Und Gruitsch spielt normal recht gut gegen Sieski. Und dementsprechend habe ich auch die Aufstellung so gewählt. Gut, wenn es anders kommt, habe ich Pech gehabt. Und wir sehen, Helmut Hampel hatte richtig gepokert. Sieski kam tatsächlich für Nilsson. Das also die Spiele, die noch auf dem standen. Und wir sehen auch, Heister Gruitsch hatten sich im zweiten Doppel durchgesetzt und für die 2-0-Führung gesorgt für Gönnern. Als erste Einzel, das wir uns genau betrachten, Timo Boll.